So, jetzt bin ich schon mal gespannt, ob das wieder besser läuft. Ich muss jetzt halt die Qualität runterdrehen auf 2500 Kilobytes per Sekunde. Und dann sollte das auch wieder laufen. Die Problematik ist jetzt, ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist. Das ist halt immer so eine Sache. Nun ja, schauen wir mal. Da muss ich mich wieder mit meinem Anbieter auseinandersetzen. Shaolin finde ich sau cool, aber ich würde gern, weil es gibt so eine Schule, die ich richtig cool finde. Daher würde ich eher einen weiblichen Charakter zocken. Was kann Wudang? Was haben die hier? Okay, zwei Schwerter, das ist schon mal cool. Ich finde halt Nahkampf ohne Waffen cool. Einhandschwert, das ist auch nicht schlecht. Nochmal ein Einhandschwert. Nahkampf. Ischia-Sekt, die finde ich halt interessant, weil die halt Attack Ability 3, okay. 3, 3. Also wir könnten jetzt auch danach gehen. Oh, das letzte ist ziemlich stark. Attack. Wow. Aber was sind denn die 4? Ja, die sind überall recht stark. Ich meine, man könnte als Vagrant starten. Und wenn man dann alles gelernt hat, geht man noch in eine andere Schule, ne? Das geht, glaube ich, auch. Echt schwer, ne? Pauline, was haben die? Also Nahkampf erstmal. Was ist das nächste? Stab, okay. Das sieht auch wieder nach Stab aus. Ja. Und das letzte, was haben sie da? Nahkampf, okay. Echt schwer. Wudang. Was haben die? Defense ist hoch und. Okay. Zwei Schwerter. Hier haben sie Angriff hoch. Was ist damit? Das ist nur ein Schwert. Haben sie auch Schwerter wieder, ne? Das ist auch ein Schwert. Und zuletzt ist halt dann Nahkampf. Okay. Ja, das ist ja halt super stark, ne? Die vierte Stufe. Wie sieht es mit Emei aus? Was haben die? Okay, erstes Nahkampf. Zweites ziemlich stark im Angriff. Das sind die zwei Messer oder was auch immer. Das dritte ist ein Dolch. Das vierte ist ein Schwert. Okay. Was haben die Bettler? Schauen wir sie uns ruhig mal alle in Ruhe an. Stab. Nahkampf, okay. Einen kürzeren Stab, glaube ich, ja. Und das letzte. Nochmal einen langen Stab. Okay, das ist mehr der Stabkämpfer. Wert. Drei Schwerter. Kicken, okay. Das letzte ist auch wieder Schwert wahrscheinlich. Ja, okay. Schauen wir uns die Tangmen noch mal an. Messer. Das ist Fernkampf, okay.
Irgendwie Dolche schmeißen oder so, denke ich. Auch wieder ein Messer. Sieht nach einem Assassinen oder so aus. Und das ist auch wieder Fernkampf, ne? Ja, das sieht definitiv nach einem Assassinen aus. Hier die Royal Guards. Nahkampf. Großes, breites Schwert. Das finde ich halt cool. Nochmal Nahkampf. Ja, das sieht nach nochmal Nahkampf aus. Und halt. Okay, das. Ihre Guards sehen halt echt interessant aus. Schauen wir uns nochmal Wanderers Valley an. Wäre die Entscheidung, weil wenn man einen Charakter spielt, dann spielt man halt wahrscheinlich sehr lange hier. Soweit ich weiß, kann man aber alles lernen. Also das ist erstmal Nahkampf. Okay. Ist aber Durchschnitt nur überall, ne? Also ist nicht so stark. Okay. So. Ach so, das sind die zwei Dolche. Okay, sieht cool aus. Ich habe auch nur Durchschnitt, ne? Drei überall. Da hat es einmal vier. Was haben wir hier für Wanderwaffe? Zwei Schwerter. Das letzte. Okay, ein Zweihänder sozusagen. Die Ming. Das war das zweimal Schwert und zweimal Bogen, glaube ich, ne? Ja, ein cooles Schwert, finde ich. Was hat sie da an der Hand? Ist das ein Einhandschwert? Oder ein Dolch oder so wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ja, es sieht nach einem Dolch aus. Was ist das dritte? Bogen. Vierte ist wahrscheinlich auch Bogen. Ja. Ja, Bogen ist schon cool, ne? Die Tishian Sack. Also das mit dem Bogen gefällt mir saugeil bis jetzt. Wir haben zwei Schwerter. Ein Schwert. Nahkampf. Und auch ein Schwert. Oh, der war krank. Do not belong to any mortal. Okay. Also man kann ja erst als Vakrant anfangen, ne? Die sehen halt cool aus, finde ich, vom Outfit. Mit dem Bogen, das finde ich abgefahren. Ja. Ich glaube, wir nehmen diese. Jetzt müssen wir noch irgendeine Story wählen. Mene, mene, mu, sagt die Katz zur Kuh und weg bist du. Aber wir sind kein Schola. Nehmen das Wort, Tale of the Sword, Königsblatch. Ja, komm, das wird auch empfohlen, dann bleiben wir dabei. Here we go. Nee. Müssen auch Aussehen anpassen, okay. Review-Kostüm. Okay, Weihnachtskostüm. Das sieht ja cool aus. Und schon am besten. Das ist auch cool mit dem Rot, aber das finde ich auch so nice. Waffe. Der. Zwei Schwerter. Da. Okay.
Warum bin ich jetzt so klein? Verstehe ich nicht. Return. Hairstyle. Aber man kann ja einiges machen, ne? Vorne nach oben. Eyesight. Groß. So sieht doch ganz gut aus. Die Nase können wir so lassen. Kann man so lassen. Okay. Face Feature. Ja komm, krass geschminkt. Erstmal. Ach je, das passt ja gar nicht. Ah, hier können wir drehen, okay. Oh, sieht die schrecklich von der Seite aus, aber ist egal. Okay. Keine Ahnung. Die sind alle schrecklich. Weil wir sehen sie ja überwiegend von hinten, ne? Oder was von hinten so? Das finde ich schon mal cool. Ja, okay. Die Haarfarben müssen natürlich dunkel sein. Outfit. Ah, wir können Basic Outfit auswählen. Stimmt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, das wäre ein Outfit. Mal das und das. Das hier gefällt mir am besten. Weiß nicht warum, aber das gefällt mir am besten. Avatar. Nehmen wir einfach das. Enter Name. Wir sind der Sindbad. Kann man es so machen mit T? Okay, da sind wir. Ja, wir haben es zur soweit erstmal geschafft und machen jetzt Enter Game. Müssen dann auch gleich mal in die Einstellung gehen, die Musik ein bisschen leiserer machen. Young yo, you're new to Young Ju. Do you need assist to achieve a single player introduction? Activate. Okay. Hat zwar keinen Ton, aber soll's. Time to pay what you've done, Zhao Ji. Good and evil be. Okay. Aber warum das keinen Ton hat, verstehe ich nicht mal. So. Jetzt die Frage. Ja, wenn die es rekommendieren, nehmen wir erstmal das. Okay. Mausrad. Ja, das sieht doch schon mal gut aus.
dann noch weiter raus. Okay. Okay, wenn man sich das jetzt so anguckt, sieht das doch gar nicht so schlecht aus für so ein altes Spiel, ne? I will never find peace. Oh, you are right. No, no one of them in me. Okay, ist jemand vergiftet worden? So. Also da draufklicken. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das noch hat. Ah, wir sehen erstmal aus wie so ein Vagrant oder so, ne? Zumindest hier. So ein Vagabund. Okay, nicht Vagrant, Vagabund. Ohne Brille sehe ich halt nichts. Ich bin blindfähig. Okay, Inventar öffnen. Klicken. Review. Okay, es scheint irgendwas Study zum Lernen zu sein. Okay, jetzt haben wir einen Skill gelernt. Und den müssen wir irgendwo hier runtersetzen. Okay, machen wir es erstmal so. Da. Nutzen wir einfach Taste 5. Ah, das ist so ein Effekt. Okay, die würde ich eher hier hoch. Weil die braucht man nicht permanent. Die macht man an und dann hat man. Hey, irgendwas freigeschaltet. Ja, keine Ahnung. Krass finde, man kann das sogar aus First Person zocken. Das ist auch interessant. Aber ich denke, so ist es einfach besser. So, ich wollte aber mal in die Optionen gehen. So, Video Options, das passt alle. Audio Options, genau. Play Music, Volumen ein bisschen runter, würde ich sagen. Sound Effects auch ein bisschen runter. Obwohl, das könnte man erstmal so lassen. Ein bisschen Zaun. Vielleicht auch noch ein bisschen runter. Da. Ja, passt das doch. So, quatsch mal erstmal mit ihm weiter. Wenn your target parries, use faint move. Okay. I understand. Schon wieder einen neuen Skill. Aber wir lernen jetzt erstmal ein paar Skills, so wie es aussieht. Auch okay dazu machen. Ah, das ist, wenn ihr einen Block, kann man da mit dem Block brechen. Okay, das hätte ich eigentlich gerne ziemlich weit vorne. So. Auf die 1 braucht man dann eher schneller. Was ist 2? Einmal Boxen, 3, 4. Ein Angriff und 5. Auch noch. Okay, passt doch. Haben wir wieder irgendwas. Gain Identity. Jetzt haben wir irgendwas frei. Haltet Gain Reward. Haben wir irgendwas bekommen? Eine Identity. Okay. Und ein Reward. Ich glaube, mit B war der Backpack auf. Hier ist der Reward nirgendwo drin. Das heißt, wir haben noch nichts bekommen. Interessant. Oh, der nächste Skill. Den dahin. Mal mit den auch aktiviert. Den kann man nicht aktivieren. Okay, das ist so ein Special Skill, den man aktivieren kann.
ich mich echt erinnere, muss man dann auch zugeschlagen haben. So, genau. Das ist Red Icon. Das ist so Schere, Stein, Papier Prinzip. Okay, jetzt haben wir auch Sound. Aber auch nicht alles. Dann machen wir das lieber zu. Und jetzt regnet, also der Sound ist viel zu laut jetzt. Audio Options. Bestimmt Ambient Sound. Control. Nein. Ah, Sound Effect. Speaker ein bisschen runterdrehen. So hart muss es ja nicht regeln. So laut muss es ja nicht sein. Aber jetzt haben wir unsere Schritte kaum noch. Okay. Also die Schritte würde ich schon gern hören. Oh, da wird es leider angegriffen. War ja platt, aber ich wollte das noch gar nicht machen, sondern schon. Wir ein Sound-Effekt. Kann man die Schritte jetzt besser? Nee, ne? Welche Option ist das von den drei? Kann eigentlich dann nur das sein. Ja, okay. Dann bleiben wir erstmal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu laut ist, aber ist auch egal. Okay, den haben wir auch besiegt. Wegen dem Sound müssen wir auf jeden Fall später noch mal gucken. Ja, mit der Steuerung WASD ist schon gut, aber bin aber auch, da kann ich so rumlaufen und die Tasten drücken. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Da wieder neuen Skill jetzt. Review, Meditation. Okay, das brauchen wir, um uns zu heilen, glaube ich. Müssen wir erstmal unten reinmachen, ne? Nur kurz Meditation. Das ist ein bisschen verwirrend, weil an sich sollte Musik ja hier sein, ne? Das sind Ambient-Sounds, die können wir leiser machen. Die Musik machen ein bisschen da. Okay, das ist schon besser so. Zumindest nicht mal ganz so laut. Auch wenn der Regen noch ziemlich laut ist. Okay. Wir haben ja wieder irgendwas. Ob das ist Fernkampf gewesen?
Mal angeschaltet. Und mit ihm quatschen. Okay. Die müssen wir noch ausrüsten irgendwie. Ach hey. Ach, der kann sogar quatschen, okay. So, jetzt muss ich die Jungs hier platt machen wahrscheinlich. Okay, ich kann die nicht per Tab anklicken. Also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gerade. Buckets, okay. Ah, muss ich auch noch irgendwie Feuer löschen? Nee, ne? Ja, weiter gucken. Was ist du momentan? Steht aber auch nirgends, was ich machen muss, oder? Ach doch, als Ziel haben wir hier, müssen wir so ein Bucket aufheben. Habe ich einen im Inventar? Ja, okay, und jetzt? Wahrscheinlich hier rangehen. Dann den Bucket nutzen eventuell. Ah, das ist so typisch Asian MMO-Style. Wo man Sachen aus dem Inventar nutzen. Also kommt mir zumindest vor. Ein bisschen mehr Musik. So, hör mal, aber okay. Okay, das Springen haben wir noch. Oh, da haben wir wieder ein Ziel. Den kann man jetzt, wenn ich mich recht erinnere, mit 1 dann den Block brechen, genau. Oh, da ist es schon Blatt. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig, das ist so ein Peiler. Lernen wir jetzt. Ah, Doppelsprung oder was? Okay. Fallschaden gibt es anscheinend nicht. Collection, was ist das?
Auch wieder irgendein Meditationsbild. Activate. Okay. So war das. War aber nicht sicher. Oh, da haben wir Fossil, Gain Identity, Gain Reward. Okay, jetzt haben wir so eine Dings gekriegt, die wir anziehen können. Aber wir sehen immer noch genauso aus. Okay. Aber dann muss man irgendwie auf den Charakter was umstellen. Identity Outfit. Genau, das muss man anmachen. Ah, ein bisschen weiß ich noch was. Das ist zwar lange her, aber... Okay, jetzt kultivieren wir, oder was? Das aus und jetzt ist es an, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Müssen wir irgendwelche Villager protecten, aber er will vorher noch irgendwas quatschen. Okay, wir müssen irgendwelche Meridianpunkte activate. Okay. Ah, die geben uns Bonus wie Hitpoints plus Recovery. Okay, interessant. Oh, da gibt es ja richtig viele davon. Okay. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dafür davon lernen sollte, ne? Aber das ist unser, das ist das. Basic Skills, okay. Ah, das sind die Bewegungsmoves. Und hier sind die... Das ist Shaolin, Wudang, Emai, Becker, Royal Guard, Cholas, Wanderers Valley, Angmen, Guild Array. Action Array, Mount Hoos Array, Brotherhood Array. Ah, hier waren die, okay. Inhan Elements. Genau, das eine hatten wir ja aktiviert. Mysterious Manual, okay. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen einfach mal weiter. Auch wieder irgendwas freigeschaltet. Ich hoffe, dass das Tutorial irgendwann mal rauskam. Ja, Subkulten, Chief Guard Medians, okay. Ah, ich muss die, also es heißt, wir müssen die kultivieren. Das heißt, wir müssen nicht nur die aktivieren, sondern auch sagen, ey, starte das mal. Dann fängt er jetzt das hier an zu lernen, denke ich, ne? Uyan, genau. 20 Level, Skillpoints 3, Skillpoints 1, okay. Wie auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof, was wir hier machen müssen, aber das ist nichts Schlimmes. Halt ewig her, dass ich das gespielt habe, ich glaube 6 Jahre oder so. Okay, wir sollen eine Jadepille nehmen.
Haben wir alle genommen? Wir sollen den Wooden Dings da. Ah, das da. Okay. So, das war's wohl. Den Dummy haben wir platt gekloppt. Different artifacts, you can use a different Mario and Sorarius effect, okay? When using artifacts, the triggers by silver coins and silver right. Okay. Okay, das heißt, wir haben wieder was im Backpack, was wir nutzen müssen. Ja, okay. Und fern. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, was ich schon angezogen habe. Level, okay. Nochmal ein Level up. Sehr gut, für irgendwas. Also darum gibt es bestimmt noch eine Wiki oder einen Guide, wo man sich besser einlesen kann, denke ich. Halt schade, dass es keinen gesprochenen Text gibt, ne? Warum das keinen Sound hat, weiß ich auch nicht, weil normal hat das Sound das Ganze. Okay, wir laufen jetzt so rum und drücken hier, oder was? Keine Ahnung. Muss ich die immer einzeln anklicken irgendwie? Scheint so. Okay, einer weniger. Hat mich umgeschmissen. Probieren wir das Ganze nochmal. Den müssen wir eigentlich besiegen, den da glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Nee, da ist es nicht. Open Tai Chi, okay. Oh, Tai Chi sieht ziemlich stark aus, ne? Komm gleich nochmal hinterher, wenn das geht. Wie so rumfliegen. Komm nochmal, gleich nochmal hinterher. Tai Chi ist fun.
Ich denke, wir müssen den hier mit dem Umhang besiegen. Genau. Das hat wohl gepasst. Was auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Soundprobleme derzeit im Spiel, weil die Sounds in den Videos laufen nicht immer ab. Hier läuft's wieder. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin gespannt, wie viele Leute das Spiel überhaupt noch spielen. Das ist von Snail Games, macht es Zeit. Es hat irgendwann von, das ist von Web10, glaube ich. Snail Games, weiß nicht mal genau. Wir haben schon irgendwo gestanden und jetzt lädt er trotzdem. Macht für mich keinen Sinn, aber... Okay, wir sind hier. Wir sollen... Was gibt Guide? Nee. Mine Young You Identity. Und hier runter machen. Ah, okay, da kann man dann... Sachen einfach hier runterziehen. Interessant. Also der Sprungsound und so ist so. Das war hier, ne? Was ist das hier? Ein Unterschied, okay. Wieder dahin machen. Das mal. Nee, hey, das ist. Mit dem Audio stimmt irgendwas nicht. Und die Musik ist auf jeden Fall super nice. Würde ich schon gern hören. Immer aus, dass das die Audioeffekte sind. Ja, wir hören uns springen, das ist gut. Mal schlagen. Ja, die Lautstärke ist okay, finde ich jetzt. Ja. Oh, da wackeln die Arme. Ja, die Maus ist extrem schnell, aber das brauchen wir hier, glaube ich. Ob wir wirklich die Namen alle sehen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht können wir da auch noch was machen. Interface Option. Chat, Overhead Info. Ah, okay. Die jetzt ausmachen würden einfach. Das sieht doch angenehm aus, oder? Okay. Mal nochmal an. My Name brauche ich nicht. Build Position. Brand Name. Title. Okay. Friendly. Player Info. So, und das ist halt zu viel Info, ne? Definitiv. So, hier müssen wir irgendwie ein bisschen aufräumen. NPC Name, Title, Corpse Name.
das jetzt so mache. Dann sieht man die Namen nicht nur die Hitpoints, okay. Ne, Buttons wollte ich nicht machen, sondern... Den Namen könnte man, glaube ich, lassen. Normal Flying Skill. Level Flying Skill. Player? Ja, NPCs. Nur von Enemy, genau. Genau. Ich glaube, die Namen brauchen wir. Aber wenn wir, was ich gerne noch kurz testen will, wenn wir hingehen und machen NPC-Infos aus, ne? Ah, wenn wir drüber gehen, sehen wir die Namen. Das ist doch okay. Das passt doch. Viel angenehmer. Und wenn wir eine Quest haben, sehen wir das hier auch. Das ist doch in Ordnung da. Self-Recollection Continue. Das ist doch angenehm. Dann ist das nicht so überladen. Genau, NPC-Player haben Namen drüber. Das ist auch. Oder war das ein echter Player? Keine Ahnung. Und unsere Hitpoints sehen wir auch. Das ist schon mal wichtig. I'm new to young you and you have traveled far and wide and have seen a lot. I'm hoping you would give me a tip for two. Ja, yeah. Ah, das ist Quest. Okay, thank you. Okay, jetzt haben wir ein Horse. Cool, wir haben Pferd. Gut, okay. Das war, glaube ich, im Charakter hat man gesehen, wie Hunger der ist. Das hat nämlich auch Effekte auf den Charakter, wenn der nicht genährt ist und so. Hat er Negativstatus. Auf sowas muss man achten. Es gibt auch Buffs mit Essen, soweit ich weiß. So, das können wir uns eigentlich. Kann man auch von. Was macht er da? Absteigen, genau. Und dann können wir uns doch hier bestimmt das auch hinziehen, oder? Genau, dann können wir unser Pferd nämlich schön rufen. Ich glaube, das macht er aber teilweise automatisch. Weil man kann automatisch zu den Quests rennen. Aber das schauen wir uns gleich an. Ich muss mal kurz auf Toy. Ich habe wieder Cola getrunken. Dann muss ich immer rennen wie sonst was. Also bis gleich.
Und noch ein bisschen was trinken da. Und dann. Da, da sind wir wieder. Oder? Ja, wenn ich rüber gucke, ich gucke den zweiten Monitor, den seht ihr nicht. Aber alles funktioniert. Okay, dann funktioniert. Aber wir sehen das ja hier oben, ne? Das heißt, wir brauchen das gar nicht auf dem Charakter, würde ich sagen. Weiß, ich mache hier jetzt gerade ein bisschen viel rum im Interface. Aber. Info, Hitpoints, Button. Enemy Player, Player Info. Ah, sehr schön. Viel schöner so. Ja, wir haben hier oben, sehen wir unsere Hitpoints, das langt ja vollkommen, würde ich sagen. Wir haben eine Mailbox. Wir haben ein paar E-Mails, okay. Das ist ja nichts Schlimmes, da können wir mal die reingucken. As we belong to one of the 10 major schools can advance in the. Stone tablets have appeared. Rumors are going. Okay, da ist auch Zeug teilweise mit drinne. Nehmen wir deinen ganzen Kram doch mal. Weiß nicht, was der ganze Kram macht, aber wir nehmen es einfach mal. Und da in den zwei ist nichts drin. Wir löschen die E-Mails aber noch nicht. Die will ich dann nochmal in Ruhe lesen. So, und diese war. 1000 Cultivation Points. Die brauchen wir auf jeden Fall. Okay, Inner Cultivation Speed Race. Das nehmen wir aber nicht. Das heben wir auf. Für Cool Secret. Take the Quest Age of Record. Third Reach war, das habe ich noch nicht. Code ins Leaderboard. Okay. Keine Ahnung, ob das Events sind oder so. Ich sehe, hier gibt es auch Geschenke immer mal zwischendurch. Das ist cool. In Mysterious. Warum habe ich mich so hungrig gefühlt? Nutrition, genau. Das weiß ich noch, da erinnere ich mich noch dran. Genau, das sieht man hier. Nutrition, Vigor, Flying, Energy, Hitpoints und so. Alkohol, hier kann man auch Alkohol trinken. Das ist wichtig für den Bäcker, glaube ich, wenn er den Drunken Master macht. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Also es gibt schon viele Sachen. Busy day today. Scheint so. So, quatschen wir mit dem Kollegen weiter. What effect does nutrition have on me? Das ist eine gute Frage. Nutrition. Vigor recovery. Vigor is necessary for life. It's better when nutrition is low. When it becomes zero. It will have an effect on hip and whereas when nutrition and over 100 you are. Yeah, you can help. And you're young, can also have Vigor and Energy Recovery. Okay. Also VIP hat hier ein paar Bonusse. Wegen Regeneration irgendwas. Ich denke aber nicht, dass es hier irgendwas gibt, was
auf den Kampf Einfluss hat. Ich bin aber nicht sicher. Oh, not in that eating food. I have some steam breed. Okay, thanks. Dann essen wir halt immer eins. Dann haben wir was gegessen. Und jetzt müssen wir zu dem. Hey, warum er da immer so komisch... Ach so, weil ich den angeklickt hatte. Ich habe es gerade. There's an old saving, the heaven saver who helped them the rough understanding of the snake and the meat. Rolling's damage complete. Okay, dann beenden wir die Quest mal. Wir bekommen Reputation. Okay, das scheint auch ein Ding hier zu sein. Und thank you. Okay, der hätte noch eine Quest und er hier noch. Quatsch mal mit ihm. Recently 10 major schools have been recruited in disciplines. Okay. So, das heißt, wir könnten jetzt schon unsere Schule wählen, ne? Das ist doch interessant. How do I get to my school? Entry regards players who do not belong to. Let us can join young you reputation point. Medium minister. Unlike the gold to Skuno. Ming cult, genau. Go to school now. Okay, jetzt werde ich einfach zur Schule teleportiert, oder was? Interessant. Daily Event, okay. Weekly Events, Recommend Activities. Was heißt, wenn man die macht und Daily Activity fertig hat, kriegt man so Bonuszeug, das ist natürlich super nice. Und da kommt man hier drauf, ne? Okay, das ist gut. Jetzt bin ich mal erst gut in die Schule angekommen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem dann quatschen muss. Cult Guide. Please tell me the 8 major schools and events. I would be honored. We want the Ming Cult. Confirm. Tu mal einfach einsteigen. Learning round. Visit the cult leader Ming Xingyu. Seht ihr? Und da kann man nämlich einfach automatisch laufen, aber das ist. Wir können, glaube ich, auch irgendwie schneller gehen. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben noch nicht die Skills um Fliegen und Kram. Da können wir einfach so laufen. Ja, kaum Unterschied. Also von Spielern her, ich meine, wir haben hier Spieler, die AFK sind, die nicht da sind, weil die offline sind. Dann macht man irgendwelche Jobs, soweit ich weiß. Aber ein Spieler, der sich hier so jetzt rumläuft oder bewegt, habe ich noch keinen einzigen gesehen. Also das Spiel wird wohl nicht mehr so oft gezockt. Was ich schade finde. Als halt, wenn man jetzt so guckt, ne, das sieht schon gut aus. Und ja, muss ich mal sehen. Ich frage mich halt, wie viele Leute das überhaupt noch spielen dann, ne? Ob man hier überhaupt noch irgendwie PvP oder irgendwas machen kann.
Vielleicht auch die Schule nicht so beliebt. Keine Ahnung. Oder das Spiel ist einfach in Vergessenheit geraten. Also ich für meinen Teil finde, das ist ein Hammerspiel. Manche sagen, es ist Pay to Win. Ah, vielleicht ein bisschen, aber nicht übertrieben, weil über Max-Level kann man halt nicht kommen. Man kann mit Pay to Win, wenn man zahlt, kann man halt schneller leveln, also schneller kultivieren, soweit ich weiß. Und aber mehr auch nicht nach meinem Wissen ab. Kann auch falsch liegen. Ja. For Wulin people to completely real hero project. Okay. The task. Itominko. Da bin ich da. Could never care about the origin of people. Since you made your mind, then I will let you winkle. Thanks you, my leader. If you want to enter the cold here, things you must know. Remember that the cold doctrine is peaceful, open-hearted, vigorous, intelligent. Okay, you don't have to stick to mundane game. Keep in mind that the two family are all ruthless copycat. Okay. I cannot engage in relations with Imperial Court. Okay. Training is cool. Thank you. Da sind andere Spieler. Okay. Jetzt hier was im Backpack. Er ist Ling Fiang oder Fang Ling. Hier. Okay. Wahrscheinlich auch wieder irgendwas freigeschaltet. My Life. Shop. Okay, hier kann man Shops für eine Zeit lang, soweit ich weiß. Mein Yang Du. School. Okay, hier ist der School Guide. Das ist Mein Yang Du, ne? Machen wir mal mit hier runter. Den Meditation-Strip von Ling Feng. Nein, da wollte ich nicht hin. Ling Feng, wie finde ich den jetzt? Dann ah, zur Cultivation Hall muss ich. Okay. Interessant. Also, wir haben unseren ersten anderen Spieler gesehen. Also, es gibt doch Leute, die spielen das hier. Anscheinend aber nicht mehr so viele, leider. Aber das macht nichts. Muss auch mal gucken, was das monatlich kostet. Ich glaube so 5 bis 9 Euro. Nicht viel für ein MMO, finde ich. Bis 10 Euro finde ich im Rahmen. Obwohl ich weniger besser finde. Weil je nachdem, wie viele Leute spielen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel nicht einen Skill wechseln. Nee, noch. Wieder ein neuer, ein anderes Spiel. Also es gibt Spieler, die hier rumrennen. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir schon. Ding, was ist das? Keine Ahnung. Das leuchtet einfach nur. Ah, okay, Mann. Range Level ist zu niedrig. So. Sieht schon gut aus hier, muss ich sagen, ne? Also mir gefällt, was ich hier sehe, wenn man die asiatische Kultur mag. So die alte. Den alten Gebäuden und so. Es sieht schon abgefahren aus. Kann man nichts anderes sagen.
Ich bin derzeit noch ein bisschen langsam unterwegs. Klar, ich fange erst an, ne? Habt ihr gesehen, der andere, wie schnell der rumgelaufen ist? Der ist förmlich geflogen. Wo ist denn? Kann ich mit M? Ah ja, okay, die ist ganz hier hinten. Da müssen wir einfach. Die Maus bewegt sich extrem schnell, ne? Vielleicht kann ich die ein bisschen. Was genau? Ein bisschen runterdrehen. Ah, so schon angenehmer, dann flippt die nicht so rum. Das ist viel besser. Hey, hier hinten ist die Halle. Da sind wir nicht schneller unterwegs mit dem Springen, ne? Wir können auch nicht mit Doppelklick schneller rennen oder mit Shift oder so. Nicht möglich. Ach, guck mal, das Gras bewegt sich, wenn ich durchrenne. Okay. Finde ich cool. Sind so kleine Details, ne? So, da müssen wir jetzt rein. Schauen wir mal, was da drin tut. Ah, an das erinnere ich mich. Hier lerne ich noch mal ein paar Grundlagen. Und zwar lerne ich jetzt die Grundlagen meiner Schule, wenn ich mich. Keep the script, genau. Lerne ich neue Skills. Review. Okay. Das ist nämlich jetzt der interne Skill meiner Schule, glaube ich. Okay. Oh, jetzt sehen wir so aus. Auch nicht schlecht, aber ich will. Gibt es da einen Unterschied? Nö, ne? Das ist nur das Aussehen. Okay, ich behalte erstmal das an. Das sieht auch gut aus. So. Single Skill, der da oben mal, oder? Okay. Jetzt müssen wir erstmal. Das Martel an. Ah, da kann man mit Silber, und mit Items hier so pushen. Okay. Minkult Internal, genau. Den muss ich aktivieren und kultivieren. Wenn ich mich recht erinnere. Genau, der Level 2. Da müssen wir, also hier müssen wir noch 10 Major Schools Identity. Also soweit ich weiß, kann man jeden Kung Fu Skill lernen, den es im Spiel gibt. Was ich sau cool finde. Haben wir wieder was im Mental, was wir lernen müssen, oder was? Light Shadow Saber Review. Okay. Study. Okay, jetzt kann man auch das nutzen mit dem Cultivation, dass es schneller ist für eine. Weil jetzt haben wir ja den neuen internen Skill. Da lernen wir nochmal ein paar Skills.
Review. Hey, das ist momentan Messer, was wir lernen, was ich cool finde. Das aus, okay. Haben hier auch ja das Messer, das wir nutzen für die Skills. So cool finde. Okay, und will nu? Please use carry to least normal. Hold right mouse button to block, okay. Ach so, ich musste nur einmal blocken, okay. Astrallight and Shadow. Deckerset, genau. Hello light. Things are all. It cloud, normal twin dagger. Pink flower. Tiger pushes the mountain. They're using. Ring, Light and Shadow, Carry. Light and Shadow, Light and Shadow hatten wir doch hier. Da haben wir den Skill nicht. Hier sind die Skills, Basic Skills, Windecker, Normal Dart Attack, Barehanded Skill. Das ist, was wir von Anfang an gelernt haben. Was wir hier aktiv haben, drinne, glaube ich. Embrace the Moon, genau. Fierce Punch and Kick. Fierce Punch, genau, das haben wir drinne. Die müssen wir jetzt nutzen. Kann man da eine hinzufügen? Das können wir anlassen. Die Seite, das können wir auch schon mal anlassen. Hier auf der Seite will ich keine zwei haben. Lock Skills, okay. Ich weiß, man kann hier mit den F-Tasten irgendwie wechseln. Wir haben Position. Das wollte ich nicht. Ring Light and Show. Light so. Healing Light Dispo. Ring Light and Show. Genau, das müssen wir lernen. Das heißt, ich muss diese Skills jetzt hier reinfügen, erstmal, die wir haben.
Und die nutzen wir erstmal nicht. Und für hier haben wir ja Blazing Flame. So haben wir ja irgendwie so ein Skill nochmal. Aber den haben wir wahrscheinlich noch nicht. Schauen wir uns mal an, was das ist. Macht er nicht. Das ist der passive Skill, genau. Der muss wieder hier hoch. Wechseln wir das mal. Dann hätten wir noch den Angriff. Ich denke, der grüne ist Konter. Make sure you use Embrace the Moon. I will make you Embrace the Moon. Also soll ich die Skills noch nicht nehmen? Jetzt bin ich verwirrt. Hey, du sollst blocken. Wow. Defense complete. Okay, das haben wir irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, was ich mache, aber. Brother, ignore the parry now. Okay. Da haben wir wieder Skills bekommen, die wir lernen können, wahrscheinlich. Nee. Doch, 4 Stück sogar. Okay. Review. Lernen wir die natürlich auch. Und den letzten noch. Das Gift weg. Da haben wir irgendwas zum Start wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah, okay, das ist so sehr cool. Heavy Bag, which include a... Okay. Irgendein Bag. Ein Wirbelwindschritt. Jump across the clock. Okay, da haben wir so, dass wir was bekommen, was wir uns schneller bewegen können. War cool. Ja, nice. Das kriegt mir jetzt direkt komplett am Anfang. Das ist ja saugeil. Finde ich schon mal cool. So, das können wir zumachen erstmal. Dann brauchen wir nochmal die Skills. Wir haben ja jetzt noch mehr Skills bekommen, ne? Die tun wir jetzt erstmal alle da reinmachen. Den müssen wir hier machen. Ich glaube auf 7 ist da. Den haben wir drin. Den habe ich gerade reingemacht. Den glaube ich noch nicht. Okay. Wer zu lange wartet. Ne, den blauen haben wir noch nicht. Den hatten wir schon, oder? Das ist der hier. Ja. Das ist der andere. Okay. Ein bisschen komisch, dass die so bleiben. Okay. Was auch immer das macht, sieht auf jeden Fall cool aus. Schau mal. Bewegt sich aber nicht mit mir. Lightcam, okay. Haben wir jetzt natürlich nicht gesehen und dann hat man noch das da. Nee, das ist ja das. Okay, dann fehlt uns das da, glaube ich, ne? Den blauen haben wir. Den haben wir.
Den. Die zwei Schwerter haben wir, den Thronhammer. Das da fehlt uns dann, ne? Ne, das haben wir auch. Das Grüne haben wir hier oben. Wir haben 1, 5, 6, 7, 8 Geld. 5, 6, 7 und der 8 ist oben. Gut, da passt das doch. So, den will ich auf jeden Fall da vorne immer haben. Und dann hatten wir noch den Parry-Skill, der war grün, ne? Das ist interessant, den sehe ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich durch mein. Ach nee, das war. Keine Ahnung. So, was müssen wir mit dem machen? Weil ich nicht verstehe, warum macht er hier nichts? Was macht that flickering lights der Weapon? Das ist ein Range Skill sozusagen. Muss mal, werden wir noch testen. Use the faint move, okay. Das ist gut, schon gut, dass das alles geklärt wird. Ido Prairie Young. Okay, wenn dann Rage kommt, muss ich dann 7 nehmen, oder was? Und dann muss ich das nutzen. Okay, dann hätten wir das. Aber das hier verstehe ich nicht. Jet Flicker in Lights. Den konnten wir jetzt nicht einmal einsetzen. Ich weiß aber nicht wieso. Was sagt er genau? Nizi. Enemy. Heißt, wenn der mich angreift, kann ich den. Ah, okay. Verstehe. Das heißt, der muss in irgendeiner Rotation drin sein. Dann kann ich ihn damit unterbrechen. Interessant. Go back. Okay, das müssen wir wieder machen. Heißt, wir haben unsere Grundlagen unserer Schule gelernt. I know. Kung Fu na. Schon lustig. So, auf der Karte sehen wir, wo wir hin müssen. Wir wissen wieder ganz hoch. Also damit wären wir jetzt ein bisschen schneller, ne?
Also ganz schön Tasten geklick, klick, 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 klick. Wieso läuft er zurück? Bin ich falsch gelaufen? Scheint so. Ah, wir hätten da lang gemusst, nicht da lang. Okay. Ja, schon ein schönes Spiel, muss ich sagen. Immer noch, ne? Ist zwar schon uralt, aber es sieht trotzdem noch top aus. Schaut euch das mal an. Och, die hat aber einen mächtigen Säbel, oder? Wir rennen so mit einem kleinen Dagger rum. Pferdchen. Ah, ne, mit einem Messer so rum. So, von der Kleidung her hätten wir noch das, ne? Dann würden wir halt wirklich so School-Style nehmen. Die hübsche Assassine. So, ich hätte doch erstmal bei denen bleiben sollen, weil ich finde die Kleidung finde ich halt saugeil, die haben. Ja, das machen. Hier gibt es bestimmt noch viele andere Kleidungen, die man bekommen kann. Also überlaufen ist das Spiel mit Spielern nicht. Stell ich fest. Das macht auch etwas. Aber ich hoffe, wir finden noch genug Spieler, weil wenn es gibt ja auch Dungeons, Raids und so ein Kram hier, glaube ich. Und Schule gegen Schule Kämpfe und so ein Kram, glaube ich. Keine Ahnung, wenn das halt wirklich viel zu wenig Spieler sind. Wäre echt schade, ne? Ich meine, die Spieler, die hier rumlaufen, das sind alles aktive Spieler an sich, glaube ich. Finished complete. One Elder Brother has taught me all hard basics. Not good yet. Ja, ich bin erst ein Anfänger, logischerweise. Learning limitless. Okay. Untapped Potential muss ich Rang erreichen, okay. Jetzt muss er meine Abilities. Storytelling, School Guide, Kultivieren. Okay. 45. Keine Ahnung. 100 A. Bleib mal kurz stehen, Charakter. Bing Feng.
Hint, once your service missions is complete, teleport to Trainer Qing Feng 146 106 113 und hier muss ich irgendwo. Ja, 306, irgendwie sowas in dem Bereich. Ja. Nee, das ist minus 306. Okay. Das heißt, wir müssen hier rüber. Nicht hoch, oder? Ja. Da muss das irgendwo sein. Once the serious mission complete, the school slot mission can be active. Ja, gucken, ob ich jetzt richtig bin. Hier drinnen das Lei Mu, nee. Qing Feng heißt. Hinten vielleicht noch jemand? Nee. Sind wir jetzt auf der Karte? Wo wollen wir hin, ne? 119? Na, nicht ganz. Aber das ist da an der Ecke. Das heißt, wir müssen dann hier über die Brücke. Okay, jetzt werden wir teleportiert. Ah, okay. Da sind wir zu. Ah, sehr interessant. Another scan place, okay, fulfill the task. Please teach how to cultivate. Genau, das wollen wir lernen. Okay, und nun? Ach so, wieder mit dem Quatschen. If you Anders verbildet hast. Abtend. Okay, wir müssen hier drauf. Dann start.
Training. Taste K, okay. Ich glaube, das war J und K und die Pfeiltasten. Bin aber nicht mehr sicher. Ich mag die Musik, die ist echt gut. Hast du runter? Ja. Das müssen wir jetzt 10-mal machen. Desto länger es geht, desto mehr Tasten muss man drücken. Aber es ist nicht schwierig, soweit ich weiß. Runter hoch. Das macht man normal mit 10 Leuten, glaube ich. So levelt man seinen inneren Skill schneller, soweit ich weiß. Und das kann man so einmal oder zweimal am Tag machen. Irgendwie so, man muss halt genug Cultivation Points haben. Und K. Und das Cultivation kann man nur an bestimmten Orten machen. Orten der Energie, sagt man, glaube ich. Warum? Und J. Da muss ich erst auf die Tastatur gucken. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch mehr. Da nutze ich WASD-Tasten hier. Wie die normalen Pfeiltasten. J. Wie viele Runden haben wir noch? Drei jetzt noch. Okay, dann haben wir es bald. Ah. Jetzt easy peasy. Das sollte auch nicht mehr sein. Das sollte eigentlich jeder schaffen. Am Anfang ist ein bisschen ungewohnt beim ersten Mal oder zweiten Mal. Aber nach einer Weile ist das gar kein Ding mehr, denke ich. Weil es wird ja angezeigt, was man machen muss. Es sind nur 6 Tasten runter, hoch. Ich glaube, das war es jetzt auch, ne? Da kommt noch eine Runde. Okay. Sehr gut, dann haben wir das auch geschafft. Ja, das scheint ein Ort der Energie zu sein.
Da müssen wir noch mit dem quatschen. Okay. Mal zum Kultleader zurück. Die Frage ist, am 8 da unten ist das Telefon. Zurück. Dann müssen wir wieder zum Kultleader zurück. Der Anführer. Back to the Master. Nee. Nice. Und hier gibt es so viele Movements, die man machen kann. Bin doch richtig, ja? Ja, okay, das passt. I've completed the task. Give me. Yep. Okay. Hat er noch was Blaues? About Cult Affairs. Okay. Bevor wir jetzt zur nächsten Quest rennen, mache ich einen Break. Und sehen uns dann das nächste Mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge von I Know Kung Fu. Ja, würde ich sagen. Und vielleicht komme ich nochmal in Kürze online und zocke hier weiter, aber ich muss das für meinen Bruder gerade erledigen. Deswegen muss ich einen kurzen Break einlegen. Bis demnächst.